Aus Respekt vor George Lucas habe ich mich im letzten Video noch ein bisschen zurückgehalten. Das ist jetzt allerdings vorbei. Ab heute beschreiten wir den Weg der dunklen Seite der Macht. Und ja, ich weiß, alle meine Null-Zuschauer wollen sehen, wie ich die Filme auseinandernehme und schmutzige Geheimnisse verrate, die ich im Trailer angekündigt habe. Dazu kommen wir allerdings noch. Do not hesitate. Nachdem Disney Lucasfilm für 4,05 Milliarden US-Dollar gekauft hatte, begann man mit der Umstrukturierung des Filmstudios. Um genug Geld einzunehmen, um die Einkaufskosten decken zu können, sollten in 5 Jahren in Folge jeweils ab 2015 ein Star Wars-Film erscheinen. Damit sollte mindestens 1 Milliarde US-Dollar eingenommen werden. Wie ist das gelaufen, JJ? This is great. You tell me, man. Wir schauen uns jetzt an, wie Lucasfilm umstrukturiert wurde. The Republic will be reorganized into the First Galactic Empire. Dabei ist es allerdings schwierig zu sagen, ob Lucasfilm von Disney oder von Lucasfilm selbst unter Kathleen Kennedy umstrukturiert werden würde. Wo wir schon bei Kathleen Kennedy sind, wir kommen auch schon zum ersten Punkt. Das Führungspersonal. Als Präsidentin von Lucasfilm wurde Kathleen Kennedy installiert. Es heißt, sie wäre auf ausdrücklichen Wunsch von George Lucas gewählt worden. Eigentlich hatte Lucasfilm keinen Direktorposten, George Lucas hatte sie allerdings kurz vor der Unterschrift mit Bob Iger eingesetzt, um sicherzugehen, dass Lucasfilm in guten Händen sei. I sort of moved that treasure trove of stories and various things to Kathy and you know, have complete confidence that she's gonna take them and make great movies. Und dann nimmt man Kathleen Kennedy, oh, stimmt. Ich wollte nichts vorwegnehmen. Wenn ihr wissen wollt, was es für dunkle Geheimnisse rund um Lucasfilm und Kathleen Kennedy gibt, dann drückt auf jeden Fall auf Abonnieren, um dieses Video nicht zu verpassen. Und eins kann ich euch sagen, holy shit, gibt es da eine Menge. The main thing is to protect these characters. Make sure that they still continue to live in the way that you created them. George Lucas und Kathleen Kennedy haben eine gemeinsame Vergangenheit bei der Produktion der originellen Star Wars Trilogie. Auch außerhalb von Star Wars war Kathleen Kennedy kein unbeschriebenes Blatt. Sie war maßgeblich beteiligt an Produktionen wie E.T., Jurassic Park, Der Indianer im Kühlschrank, Der Junge, der tote Menschen sieht. Die Abenteuer von Tim und Struppi, Gremlins, Zurück in die Zukunft, In einem Land vor unserer Zeit, Pfeifel der Mauswanderer, Schindlers Liste und Indiana Jones 4. Kathleen Kennedy war bei all diesen Filmen jedoch Produzentin und stellte Regisseure ein. Wie viel kreativen Einfluss sie auf die Handlung hatte, kann man im Einzelfall nur sehr schwer sagen. Das Ende des 3D-Projekts. Disney beendete kurz nach der Übernahme die Pläne von Lucasfilm, alle Star Wars Filme in 3D zu re-releasen. 2012 wurde zwar schon Star Wars 1 The Phantom Menace in 3D veröffentlicht, es sollte allerdings der erste und letzte Film dieses Projektes bleiben. Fans waren darüber nicht gerade enttäuscht. Kaum einer wollte alle Star Wars Filme noch einmal im Kino sehen, nur weil sie in 3D waren. Stop this 3D nonsense! Do you really wanna see Jar Jar Binks in 3D? Die Ankündigung der Filme. Disney wollte sich auf neue Projekte konzentrieren und so Ressourcen von Lucasfilm freiräumen. Das alles, um sich mit der neuen Trilogie beschäftigen zu können, sowie mit den 2 Spin-off-Filmen, die Bob Iger ankündigte. Viele Fans waren begeistert und freuten sich auf den neuen Star Wars-Content. Auch George Lucas dürfte mit der Ankündigung von 2 Spin-off-Filmen zufrieden gewesen sein. War es doch selbst eine Idee von ihm, eines Tages alleinstehende Filme über die anderen Charaktere im Star Wars-Universum zu produzieren. There's possibility there may be another offshoot movie somewhere about an offshoot character. Die meisten Fans waren jedoch enttäuscht von der Masse an Filmen. Sie erwarteten, dass die Filme schlecht werden würden und nichts Besonderes mehr sein würden, da nun jedes Jahr ein Film erscheinen würde. George Lucas does this really wise decision and sells Star Wars to Disney. You know what that means, don't you? More sequels. And they're gonna be bloody awful. Star Wars 7 was never something that wasn't going to happen, okay? We just have to deal with the fact that it's here. Nobody watches this shit! Nobody wants to see this shit! Fucking Disney. Direkt von Beginn an machte Disney klar, man würde Star Wars ausschlachten. Der Eindruck entstand, Disney wolle Star Wars von Anfang an einfach nur melken.
J.J. Abrams als Regisseur von Episode 7. Zur gleichen Zeit wurde der Regisseur von Episode 7 bekannt gegeben. Ende Dezember 2012 kamen Gerüchte auf, Kathleen Kennedy wollte J.J. Abrams als Regisseur für Episode 7 einstellen. Sie besuchte ihn persönlich, um ihn von dem neuen Star Wars Projekt zu begeistern. Es gab auch Gerüchte über Ben Affleck, doch diese wurden schnell ins Land der Märchen verbannt, als J.J. Abrams offiziell bekannt gegeben wurde. Viele Fans fanden sich gut zurecht mit der Entscheidung. J.J. Abrams war in der Sci-Fi-Szene bekannt und hoch angesehen. Man kannte ihn aus dem Star Trek Revival, allerdings auch von einigen Mission Impossible Filmen und Armageddon. Seine TV-Show Lost und seine Produktion Bad Robot Production waren in Hollywood sehr gut bekannt. J.J. Abrams erklärte sich in Interviews zum Star Wars Fan seit seiner Kindheit. Viele Fans freuten sich, dass jemand Episode 7 produzieren würde, der mit den Filmen der Originaltrilogie aufgewachsen war. J.J. Abrams is directing Star Wars Episode 7. That shit is official. This is a man who's a fan of Star Wars. Okay, this is somebody who grew up with it. This is somebody who has it close to his heart. This is somebody who can make it good again. But a few things scare me about J.J. Abrams. Now, that guy's made a few good movies, and he's also made a few okay movies. That's kind of what he does generally, you know? He kind of plays it a little bit safe for the most part, and gives you a quality, entertaining movie, but it's just okay. Vereinzelt wurden jedoch Stimmen laut, J.J. Abrams würde Filme einfach nur kopieren. Die Vorwürfe musste er sich bereits bei seinem Star Trek Revival und Mission Impossible anhören. Zu dem Zeitpunkt war J.J. Abrams aber anscheinend eine passende Wahl, um Star Wars neu zu beleben. Die Schließung von LucasArts und der Verkauf der Lizenzen an EA. Disney wäre aber nicht Disney, wenn sie nicht mindestens einmal für Geld auf ihre Fans spucken würden. Oh, was? Hab ich einen Fernseher getroffen? Er kommt der Nacht bis oben. Ey, das tut mir leid. Hey, kein Problem, Digga. Disney Plus kann man auch auf dem Handy schauen. Am 3. April 2013 schloss Disney offiziell LucasArts und setzte alle 150 Mitarbeiter vor die Türe. Das schockte viele Fans. LucasArts war von Anfang an dabei und hatte bereits viele beliebte Star Wars Spiele produziert. Sie hatten sogar mehrere Spiele in Produktion, zum Beispiel Star Wars First Assault, Star Wars 1313, Star Wars The Force Unleashed und Star Wars Battlefront 3. Nachdem LucasArts Schwierigkeiten hatte, Star Wars The Force Unleashed und Battlefront 3 wie geplant rauszubringen, freuten sich Fans vor allem auf Star Wars 1313. Dazu sollte es jedoch niemals kommen. Durch die Schließung von Lucasfilm und den Zerfall des alten Teams sind diese Spiele wahrscheinlich für immer verloren. Fans waren sehr unzufrieden mit Disney. Innerhalb eines Monats hatte Disney Star Wars The Clone Wars abgesetzt und LucasArts geschlossen. Zwei der beliebtesten Teile des Franchises. LucasArts officially shut down. LucasArts is just gone. They've been around forever. They were like, yeah. They started my childhood of gaming. Hey guys, it's me, Francis, and I just woke up to some pretty depressing news. It looks like Disney shut down LucasArts games forever. And that makes me pretty depressed. You closed down one of my favorite game companies. You closed down LucasArts. LucasArts, the game company, was shut down by Disney. Fuck you, Disney. Thank you for destroying any confidence I had in you. Und ja, zur Absetzung von Clone Wars kommt nächste Woche auch noch ein Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, drückt auf jeden Fall auf Abonnieren und gebt dem Video gern einen Daumen nach oben. Disney setzte aber noch einen drauf. Am 6. Mai 2013 verkaufte Disney alle Lizenzen für die Spieleproduktion an EA, die einen 10-Jahres-Vertrag unterzeichneten. Das sollte bedeuten, dass EA die Macht über jedes einzelne Star Wars Spiel für ein ganzes Jahrzehnt haben sollte. Ach ja, und das Geld roch wohl auch zu gut. Die Firmen, die diese Spiele entwickeln sollten, waren Visceral Games, BioWare und DICE. Kathleen Kennedy sagte, man habe versucht, einen Publisher zu finden, der regelmäßig großartige Spiele für die Fans auf den Markt bringen könnte. Jo, wahrscheinlich. Und dann rennst du zu EA? Der Publisher, der 2 Jahre in Folge zum schlechtesten Unternehmen der Welt ausgezeichnet wurde und dafür bekannt ist, seine Kunden mit überteuerten Lootboxen abzuzocken und mehrere Verfahren wegen illegalem Glücksspiel am Laufen hat. In manchen Ländern steht sogar ein Verbot von manchen EA-Spielen im Raum. Und die sollen für die Fans großartige Spiele rausbringen? Hey Disney, vielleicht gebt ihr mal zu, dass ihr die Lizenzen einfach nur für das meiste Geld verkauft habt. Hello, I like money. EA hat in vielen Gamer-Bubbles nicht unbedingt die beste Reputation. Frag mal bei der FIFA-Community nach. Aber es haben sich viele über diese Sachen beschwert. Ich fange jetzt erstmal an mit den großen Sachen, die mich stören, und gehe dann runter zu den kleinen Sachen. Und ja, Freunde, heute gibt es ein kleines Ansage-Real-Talk-Video. You are my Kunde, the one
with money, believe when I say, ich will nur dein Geld. Zusätzlich, ihr merkt gerade, dass ich ein bisschen sauer werde, weil das für mich halt keinen Sinn macht, geht das für mich völlig konträr zu den Aussagen, die EA Sports in den letzten Jahren getätigt hat. Was willst du in der Weekend League noch holen, Mann? Da gibt's nicht mehr die krassesten Rewards. Die Top 200 habt ihr uns ja auch genommen. Das ist so dämlich. Wir haben uns jahrelang EA Sports, ich werde gerade sauer. Ich finde das so lost, ohne Spaß. EA Sports, bitte schaut euch dieses Video an. Hört auf die Meinung der Zuschauer, hört auf die Meinung der Community, weil euer Weekend League System in FIFA 22 ist einfach undurchdacht und ein Haufen Scheiße. Worauf wird's hinauslaufen? Der wird's an dem Wochenende nicht spielen. So, ich verstehe den Gedankengang nicht. Dieses Gefühl wird durch diesen Modus vermittelt. Wir sind hier eh nicht erwünscht. Werden Leute ausgeschlossen, die, und jetzt kommt der Punkt, die den gleichen Preis für dieses Spiel bezahlt haben, wie jeder andere auch. Eine süße Omi mit dem Enkel. Zock ich einfach ab, zock ich einfach ab, zock ich einfach ab. Ein kleines Mädchen ohne Schenkel. Zock ich einfach ab, zock ich einfach ab, zock ich einfach ab. Ein kleiner Junge ohne Eltern. Zock ich einfach ab, zock ich einfach ab, zock ich einfach ab. Ich habe gerade 3 Stunden geübt, Bruder. Mir ging's nicht gut. Die Server sind langsam. Die Weekend League bockt sich nicht. Ein Milliardenkonzern, EA. Wenn ihr das seht, nehmt euer Real zurück und steckt das in euer Arsch. Habt ihr mich verstanden? Investiert endlich mehr Geld in diese fitten Server, Bruder. Wenn das Spiel backert, like it round. Wenn der Kunde abfuckt, like it round. Wenn es einen Glitch gibt, like it round. Wenn nichts gefixt ist, like it round. Autoblocks sind OP, like it round. Alle nur am Mauern, like it round. Unsere Server sind mal wieder abgekackt. Doppel Lightning Round. Die Entwickler, vor allem DICE, hatten bei den Fans aber ein hohes Ansehen und man freute sich schon auf das von DICE entwickelte Battlefront 3 und auf Knights of the Old Republic von BioWare. Viele Fans befürchteten jedoch, dass Ingame-Währungen, Lootboxen, Season Passes und Pay-to-Win die Spiele kaputt machen würden. Disney verbannt das Extended Universe. Gemeinsam mit den Ankündigungen für neue Filme zündete Disney eine Atombombe. Das Expanded Universe würde aus dem Kanon gestrichen. Alle Bücher und Spiele waren nicht mehr Teil der offiziellen Star Wars Geschichte. Viele Casual-Fans waren davon kaum getroffen, die Filme und die Serien blieben von dieser Aktion unangetastet. Doch für viele Die-Hard-Fans brach eine Welt zusammen. Vor allem die beliebten Spiele und die Thrawn-Trilogie bedeuteten den Fans viel. Everything according to you guys is gone. These books, the games, everything. Everything, it means nothing. Nothing, nothing at all. Eine große Widerstandsbewegung im Netz entstand und viele äußerten ihren Unmut. Einige Fans forderten sogar eine Rückkehr von George Lucas. Help me, George Lucas. You're my only hope. Darth Disney is destroying the expanded universe. Sie sahen es als die Bestätigung, dass Disney Star Wars zerstören würde. Ach, wie recht sie doch haben sollten. The expanded universe for the books and the comics and the video games, the whole universe is now not canon with the movies. Disney begründete den Schritt übrigens damit, dass man den neuen Film kreativen Freiraum lassen wollte. Ja, genau. Star Wars, das unendliche Universum, in dem man alles finden kann. Zu jedem kleinen Detail gibt es eine Geschichte. Und mit den verschiedenen Zeitaltern hat man unbegrenzte Möglichkeiten. Und das alles soll euch einschränken? Also entweder ihr habt die unfähigsten Mitarbeiter der gesamten Kreativbranche oder mit den originalen Geschichten konnte man einfach nicht genug Merchandise verkaufen. Mir fällt es echt schwer, mich zu entscheiden. Wie ist diese Umstrukturierung von Lucasfilm nun eigentlich zu bewerten? Disney hat einige Entscheidungen getroffen, auf denen man einige gute Projekte hätte aufbauen können. Aber man hat im gleichen Atemzug auch bewiesen, dass man kein Gespür für die Fans hat und dass vor allem der harte Kern der Fans für Disney vollkommen egal ist. Solche Entscheidungen triffst du nicht, wenn dir Star Wars am Herzen liegt. Es waren Entscheidungen, die offensichtlich nicht gut bei Fans ankommen würden, aber des Geldes wegen trotzdem getroffen wurden. Wie Disney viele Fans endgültig verprellt hat, sehen wir im nächsten Video. Um das nicht zu verpassen, abonniert auf jeden Fall den Kanal und gebt dem Video auch gerne eine Bewertung. Und bis zum nächsten Mal bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr dabei wart, wo auch immer ihr zugesehen habt. At last we will have revenge. It's a trap!